Weiter geht es mit Haunted Halls, das Grauen von Green Hills. Oh Mann, wir sind hier im gruseligen Sanatorium und gehen mal wieder in eine neue Tür rein. Da hinten ist jemand langgelatscht. Ich hab's genau gesehen. Das ist Latein und bedeutet doch... Diese Musik, ne? Das ist Latein und bedeutet durch Not zu den Sternen. Was es wohl damit auf sich hat. Okay. Ich habe noch ein Buch. Was auch immer ich mit diesen ganzen Büchern soll. Und, ja. Durch Not zu den Sternen. Und ein Wimmelbild. Nein, ich soll hier die Bücher reintun. Ach so. Aber ich kann noch nicht, weil ich noch nicht alle habe. Habe ich recht? Da geht schon wieder jemand lang. Zucker. Guck mal, der könnte doch so einen Dreizack kriegen. Wow. Okay, Volltreffer. Neptuns Dreizack erleuchtet ein Eingabefeld, dessen Code ich schon wieder vergessen habe. Der aber bestimmt das hier ist. 2943, okay. Probieren wir das doch mal aus. 2943. Yay. Krankenakte. Und noch eine Krankenakte. Okay, was haben wir hier noch? Ein Wimmelbild. Zack, kommen die Dinger aus der Erde geschossen. Elektrorasierer. Den habe ich direkt gesehen. Dann sammle ihn bitte auch ein. Wäscheklammer. Ja, hier ist eine Menge Gedöns. Mal wieder. Buchstabe K sehe ich auch schon. Rasiermesser. Okay, das war das Messer, das normale. Mhm. Spritze. Münze, Maske, Lineal, Rassel. Da ist die Wäscheklammer. Da ist ein Lineal. Ein Dreieck finde ich bestimmt auch noch. Ne? Pferd, Pfeil, Boot, Ente. Pferd. Und wieder der dusselige Pfeil. Da ist ein kleiner Pfeil. Habe ich es doch gewusst. Münze. Maske. Das ist eine Lupe, das ist keine Rassel. Wo ist hier eine Rassel? Da ist die Rassel. Dann kann der runter jetzt, genau. Ab mit dir. Dreieck. Dreieck. Glaskolben, das ist eine Flasche. Da ist der Glaskolben. Weg mit dir. Boot, Ente. Ente. Boot. Weg. Und jetzt noch das Rasiermesser. Das kriegen wir auch noch hin. Da haben wir es schon. Jawohl. Ich habe aber immer noch nicht alle Bücher, ne? Und hier kann ich nichts tun. Kann ich hier was hinlegen? Dann gehen wir mal erstmal weg hier. Was können wir hier machen? Da ist, die könnte die Krankenakte hin. Die vielleicht? Ja, welche denn? Die, da, hä? Ach so, okay. Es muss genau rangemacht werden. Pfui, hier kriechen und schwirren hunderte von Insekten. Und er hat voll Angst davor. Er wollte die Wahrheit verbreiten, doch verstrickte sich in ein Netz aus Lügen. Ich habe Würmer. Ameisen mögen Süßes. Das könnte hilfreich sein. Zucker. Versuche, ihr Gaumen zu verwöhnen und sie auszulöschen. Ja, ich habe noch nichts, um sie auszulöschen, ne? Oh Mann, meine Angst vor Insekten ist nichts im Vergleich zu seiner. Tim würde wollen, dass ich ihm helfe. Fliegen schwirren durch den Raum und treiben den Mann in den Wahnsinn. Warte, ich habe doch so ein Fliegenfänger-Ding. Zack. Tada. Jetzt habe ich auch eine eklige Fliege. So, die Fliegen sind weg. Und da oben ist ein... Okay, wir dürfen jetzt hier was zusammenbauen. Was ich natürlich richtig zusammenbauen muss. Wie... Ach, ich kann die mit Rechtsklick drehen. Okay, das wird jetzt knifflig. Ich gehe mal davon aus, dass... Das Gelbe, was auch immer es werden soll, nach oben soll. Und da das hier wie ein Spinnennetz aussieht, könnten wir ja vielleicht eine Spinne nachbauen. Nee, das passt nicht.
Ich finde die Rätsel hier ehrlich gesagt gar nicht mal so einfach. Guck mal, das passt schon mal. Ja, aber vielleicht ist das der Hinterleib. Wir bauen eine Kreuzspinne, glaube ich. Das ist leicht eklig für mich. Die ja doch etwas Angst vor Spinnen hat. Sieht aber gut aus. Passt das? Nee, ne? Nee, das war jetzt auch doof. Das könnte so passen. Oder so. Irgendwie bin ich mir da gerade nicht sicher. Nee, das sieht komisch aus. Das sieht aber richtig aus. Huch, nee, bleib mal da. Schön, dass du dich von alleine zurechtdrehst. Nee, das ist falsch. Ist auch falsch. Das sieht doof aus. Nein, du solltest doch da wieder hin. Oh, jetzt muss ich dich komplett wieder drehen, du blödes Ding. Danke. Ja, dann bleib mal da in der Ecke. Weiß noch nicht, wohin mit dir. Oh, die beiden passen zusammen. Aber wo sollen sie hin? Kannst du dich mal drehen? Gehörst du da ran? Nee. Aber du gehörst mit dem zusammen. Was ist denn das hier für ein Schmuh? Oh, wie merkwürdig. Ich glaube, der hier ist falsch. Sieht irgendwie überhaupt nicht richtig aus. Ist aber auch nicht. Tja. Und das ist gut. Guck mal, das sieht doch schon mal super aus hier. Geh du mal da, nee. Sind jetzt alle Teile dran? Nee, da ist immer noch hier einer. So. Jetzt haben wir das zumindest schon mal so ein bisschen übersichtlich. Ja. Das ist super. Kann man das hier nochmal bitte... Jetzt mich veräppeln? Genau. Dass wir ein bisschen auseinanderbauen dürfen. Ey, das Gelbe wollte ich doch gar nicht. Jetzt mach nicht das kaputt, was wir richtig haben. Das ist leicht ätzend. Ja, der Quere hier, der muss doch mal wieder... Genau, verschiebt euch einfach mal. Und ich glaube, der ist schon richtig. Genau, dass der hier lang geht, ist, glaube ich, schon richtig. Könnte der hier vielleicht dahin kommen? Naja. Ja, so eine verkrüppelte Spinne halt. So kennen wir die ja. Wenn sie im Netz hängen. Das ist doch auch falsch hier irgendwie, ne? Das ist auch komisch. Hier mit dem Bein da. Da stimmt doch was nicht. Das bringt mich völlig aus dem Konzept hier. Also ich glaube, die beiden sind nicht richtig. Das aber auch nicht. Aber ich glaube schon, dass das so richtig ist. Oder soll die Spinne nach oben hängen? Also so mit dem Körper komplett andersrum. Das wäre voll scheiße.
Aber hier, es geht auf jeden Fall ein Bein lang. Ja, guck mal, so vielleicht. Und dann geht hier noch ein Beinchen lang. Ja, vielleicht nicht gerade das Bein. Vielleicht ist auch ein anderes. Der komische Krüppelkörper, der muss ja auch... Ah, das ist doch alles kompliziert hier. Hier, ist das dein krüppeliges Bein oder nicht? Blick da nicht durch, du komische Spinne. Und hier habe ich ja auch noch einen. Fehlt immer noch einer. Wo liegt der jetzt quer? Dahinter. Super. Oh, vielleicht gehört der ja dahin. Dein Krüppelbein. Guck mal, der gehört bestimmt gar nicht dahin. Welchen hatte ich jetzt gerade neu geholt? Den hier. Guck mal, das sieht doch klasse aus. Da passt das Bein dann auch. So passt das doch, oder? Ja. Mhm. Klasse. Ja, das Bein würde auch passen. Sieht ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen behindert aus. Welcher fehlt denn jetzt hier noch? Wo ist der denn jetzt schon wieder? Ich sehe das immer nicht. Liegen hier zwei übereinander? Muss ich noch irgendein Stück holen? Das stimmt doch auch. Da stimmt doch was nicht. Ja, das ist doch klasse jetzt. Pass mal auf, du. Das kriegen wir noch in 20 Minuten hin. Da ist das Stück. Suche ich die ganze Zeit. Wo ist es denn? Ja, genau. Dingst dich rein. Ist doch voll falsch hier. Ja. Meine kleine Krüppelspinne. Warum sieht die so krüppelig aus? Egal, was ich jetzt hier mache, es ist irgendwie falsch. Meint, sie sieht ja schon mal besser aus als vorher, ne? So, pass mal auf jetzt, aber... Ja, hat toll geklappt. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen nach unten macht... Genau. Genau. Geht doch. Hinfort, Spinnengetier, und behelligt diesen Mann nie wieder. Ja. Ein hungriger Vogel mag nichts lieber als einen fetten Wurm. Und die Ameisen müssen wir auch noch vertreiben. Guck mal, dann ist er doch, geht's ihm jetzt viel besser, oder? Oder nicht? Notizen. Wie kann ein Mensch dies einem anderen antun? Der Mann erleidet Todesqualen und wird unablässig von seinen Ängsten verhöhnt. Ja. Ja, so läuft das hier anscheinend. Da mit dem Wasser müssen wir auch noch mal machen. Vielleicht können wir dem jetzt hier den... Die Fliege vielleicht? Also, dass wir dem irgendwie einen Köder geben könnten. Also, der Wurm? Ja, weiß ich auch noch nicht. Licht vielleicht? Hm. Dieses grelle, unnatürliche Licht verstärkt meine Paranoia noch zusätzlich. Also weg damit. Wie, weg mit dem Licht?
Hier mit dem Kescher rangekloppt. Sicher haben wir jetzt Sachen geholt, aber... Können wir mit dem Zucker die Ameisen anlocken, aber können wir dann... Ja, was mache ich dann? Könnt mir vorstellen, dass wir jetzt hier irgendwas machen sollen. Dieses Rohr könnte ich mit etwas wie einem Korken verschließen. So etwas wie ein Korken. Hier ein Kaktus. Ich hätte sonst noch ein Buch, aber das gehört in das Regal. Mache ich denn mal mit dem Aal? Warum will der nicht den Fisch? Ein wenig Schrubben sollte helfen. Kann ich den nicht einfangen? Kann ich ihm ein paar Sterne geben? Messer bedrohen, Wurm. Nix. Was ist hier? Das Wasser könnte verseucht sein. Ich sollte besser nicht da waren. Toller Tipp. Voll der blöde Tipp. Hier verseucht mit Zucker und für Gift wie die Ameisen. Was mache ich denn jetzt? Den Kaktus da nicht einfach reinstopfen. So, wasserdicht. Kann ich die Bücher nicht schon mal? Mir fehlen anscheinend noch Bücher. Was ist mit dem blutigen Dings hier? Ich denke, die Bücher enthalten einen Hinweis. Ja, das denke ich auch. Was ist hier? Was ist denn hier noch? Hier, das Latein bedeutet durch Not zu den Sternen. Durch Not zu den Sternen. Ach so, warte mal, hier die... pass mal auf. Seesterne, Sterne. Durch Not zu den Sternen. Ja, hier Seesterne. Ich hab ganz viele, du. Mann, oh. Was dann? Ich bin so blöd. Durch Not zu den Sternen. Kriege ich hier einen Tipp? Das ist doch komisch. Durch Not. Vielleicht der Notausgangszettel. Hier dieses Ding hier. So, Seesterne, Not. Fluchtplan, Notplan. Weiß auch nicht. Bisschen um die Ecke denken. Oh, das X markiert den Schatz selbst auf einem Sandsack. Wenn wir den... Ich habe doch ein Messer. Ah, was kriege ich denn jetzt? Ein Buch. Okay. Habe ich jetzt alle? Immer noch nicht. Mann. Was wollt ihr dann? War da draußen noch was? Da ist ein Schlüssel noch gewesen. Also, dann die Daumen noch mit der Tür. Seltsamer Fluchtplan. Ja, weiß ich nicht, wie das mit dem Licht... Hier brauche ich auch. Habe ich hier noch eine verschlossene Tür? Die gehen doch jetzt alle auf. Versperre mir den Weg. Kann ich bei ihm hier noch was machen? Na, ich kann ihnen halt den Zucker geben, aber... Wie kann ich die töten? Weiß man nicht, ne? Wollte die Wahrheit verbreiten, doch verstrickte sich in ein Netz aus Lügen. Aber ich soll jetzt hier nichts machen oder so, oder? Es ist jetzt kein Rätsel. Dann muss es hier was geben. Oder? Das Wasser ist verseucht. Ja, das ist schön. Code haben wir schon benutzt. Was ist hier? Wassersparen machen alles noch schlimmer. Vielleicht kann ich etwas Saugfähiges drauf tun.
Zucker? Nee. Vielleicht die Seesterne? Ach, ich kann mit den Seesternen die zunoppen. Wie geil ist das? Ich, ja, das ist lustig. Dann, achso, ich hatte nur 3, ne? Okay. Wo könnte ich mit dem Korken? Ich bin immer noch für den Kaktus. Aber es geht leider nicht. Ich glaube, da muss ich mir irgendwas besorgen. Schnapp dir den Wurm. Oder die Fliege. Wurm, Fliege, Fisch. Was ist denn hier? Das Wasser könnte verseucht sein. Ich sollte nicht darin baden. Ich soll den Fisch da rein tun? Dann kommt der olle Aal und schwimmt weg und... Ja, okay. Bringt nichts, die Pumpe anzustellen, solange noch Wasser durchströmt. Und soll ich das jetzt verdingsen? Meinem tollen Kaktus? Warum denn nicht? Kann ich das... Ich habe auch nichts zum Schrubben. Ja, ich habe aber nichts. Krankenblock nehmen. Ein wenig Schrubben sollte helfen. Ja, mit was denn? Ich habe nur einen Kaktus. Und Bücher ohne Ende. Ein Buchschrubben. Oder what? Wie wär's mal mit einem Lappen? Ja, das ist schön. Dann eben doch nicht. Kann man das Licht hier doch vielleicht anmachen? Muss irgendwie das Licht einschalten. Heißt das, ich brauche Licht, wenn ich reingehe, oder? Nee. Ach, ich kann die Bücher schon reinstellen. Ich muss es nur richtig machen, oder was? Ach so. Ich dachte, ich kann das erst dann machen, wenn ich alle habe oder so. So, okay. Jetzt soll ich sie noch richtig anordnen, nehme ich mal an. Pais. Die untereinander. Nana, Pre. Per. Epre. Erb. Da. Jetzt ist die Frage, ist es auf Deutsch oder ist es auf Englisch? Du musst aus den Buchstaben der Buchrücken einen korrekten Satz formen. Klicke auf 2 Bücher, um sie zu vertauschen. Haben sie das auch ins Deutsche übersetzt? Das weiß ich nämlich gerade nicht. Repass. Ed. Da. Rast. Ja. Das passt doch. Parsea. Sarp. Sapensotium. Bla. Erra. Erapsa. Rep. Erapsa da Rast. Ein neuer Harry Potter Zauberspruch. Ja, das macht Sinn. Wie gesagt, Englisch oder Deutsch? Ich weiß es gerade nicht. Macht auf Deutsch jedenfalls alles nicht so Sinn. Guck mal, man kann auch ein Astra daraus machen. Astra. Oh, mal schönes Astra trinken. Ypres. Pierre. Gibt's hier nicht... Guck mal, der Tipp mit den... Hier, per aspera ad astra. Guck
Guck mal, das mit dem Astra ist sogar richtig. Per Aspera. Per Aspera. Aspera. Per Aspera ad Astra. Yay. Ich hatte den Spruch ganz vergessen. Ich dachte jetzt mit den Sternen. Igitt, warum sind diese schleimigen Tentakel überall? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Dr. Blackmore hatte wohl ein Auge auf das Gehirn geworfen. Haha, wie krank. Ja, witzig. Eine kleine Flasche Gift wartet auf ihre Verwendung. Hier. Kannst du ja da das... Hier, Zucker. Für die Ameisen nämlich. Und eine Bürste habe ich jetzt auch. Und ein Schalter. Gehört dieses Gesicht zu den Tentakeln? I don't know. Dann wimmeln wir mal. Nein, ein weiteres tolles Rätsel. Die immer gar nicht lange dauern hier. Oh, das passt ja schon mal ganz gut. Kann man das hier irgendwie dahin schnüddeln? Weiß ich überhaupt nicht, was das hier werden soll, ne? Wenn der äußere Rand... Doch, der äußere Rand geht auch zu drehen. Das ist dann gemein. Speed basteln. Aber das sieht irgendwie alles so... Was soll denn... Es wird bestimmt dieses Tentakelvieh. Moment mal, dann gehe ich mal hier kurz raus. Aha, so wird es bestimmt aussehen, ne? Unten dann die Dinger und oben der Bollerkopf. Und in der Mitte dann die komischen Augen. So. Sollen die vielleicht... Ach so, man kann das auch noch drehen. So. Ja, dann... So. Alles nicht so einfach hier irgendwie. Ja, das ist auch schon mal gut, aber ist bestimmt falsch, ne? Wer weiß, wo die hingehören. Warte mal so. Damit das hier mit dem unteren wieder passt. Aber das könnte man ja auch wieder alles ändern. Kann ja alles immer wieder geändert werden. Das ist ja das Gemeine. Ja, das passt dann aber irgendwie nicht, ne? Aber die passen zusammen. Und ja, der muss aber dann... Schwierig. Ach, guck mal hier. Das sieht doch auch schon mal gut aus. Aber wäre ich ja... Wie geht das hier weiter? Soll der da oben vielleicht hin? Nee, das sieht auch doof aus. Ich versuche auch den äußeren Ring mit diesem zweitäußeren Ring hinzukriegen, aber das ist ja alleine auch schon schwierig. Passt irgendwie hier nicht. Kann man das alles nochmal drehen? Nee, die Augen, die sollen... Das ist schon richtig. Ich muss mich hier in der Mitte eigentlich langhangeln. Vielleicht muss ich erstmal das hellere machen. Vielleicht ist das ja einfacher.
Irgendwie habe ich das Gefühl, man kann hier noch was drehen. Der Blaue zum Blauen. Ach so, so vielleicht. Aber das ist auch komisch. Was mache ich hier? Das sieht alles so merkwürdig aus. Die beiden, wo richtig sind? Keine Ahnung. Und die beiden gehören zusammen. Aber wohin? Ah, die gehören zusammen. Der gehört da und dann gehört der Grüne hier hin. Ne? Ja. Dann gehörst du ja eher da unten irgendwie oder so. So, so und so. Vielleicht müssen die alle ein bisschen mehr dahin. Bis das Ding passt, ne? Passt der denn hin? Der passt. Doch, der passt dann hier hin. Wenn das hier allerdings auch nur richtig ist. Aber das hier müsste ja richtig sein. Das sieht jedenfalls so aus. So. Bin ich mir nicht so sicher, was ich hier mache. Nicht, dass das Dunkle nach oben, ja, halt andersrum. Ich muss mir das nochmal angucken. Hier gehen überall diese Arme entlang. Hier in der Mitte der Kopf. Ja, schön, Steine. Aber trotzdem. Und man sieht ja keine Tentakeldinger. Ja, warum sollten die oben sein? Die könnten halt, die könnten höchstens auch an der Seite sein. Kann man das hier nicht verschieben? Ach, guck mal, das kann man nicht verschieben. Deswegen habe ich mich daran orientiert. Nee, dann, dann ist es ja richtig so gewesen. Kannst du das mal lassen jetzt hier? So, ich muss das mal wieder ändern hier. Dann ist das ja richtig. Guck mal, hier, so gehört das. Da ist doch was Dunkles, was da entlang geht. Eventuell. Ach, ich kapiere das Bild nicht. Ich so. Gehören die. Die kann man ja auch alle ändern, ne? Oh, das kann ja auch wieder komplett. Komplett da zum Beispiel hin. Kann das sein? Ja, kann sein. Ah, okay. Ja. Alles klar. Kapiere es langsam. Wo gehörst du jetzt hin? Du Ding, verwirrst mich. Manchmal sieht das immer so aus, als ob die zueinander gehören, echt. Ich puzzle das jetzt mal weiter hier. Das kriege ich schon hin. Vielleicht bin ich nur gerade zu unkonzentriert. Im nächsten Part seht ihr das dann, wie toll ich das hingedreht habe. Das ist dann zack fertig. Das ist viel besser als dieses Geschnüdel hier. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.